10. bis zum 12. Oktober 2012 führte die Stadt Gladbeck in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband und dem Seniorenbeirat Gladbeck das Senioren-Euro-Meeting 50 plus Bugia durch. Im Mittelpunkt dieses Meetings standen die Bewegung und Gesundheit im Alter. Viele Teilnehmer aus den Partnerstädten Markenbarreul, Schwechat und aus Skalica, der slowakischen Partnerstadt von Schwechat, folgten der Einladung der Stadt Gladbeck, um sich gemeinsam 3 Tage lang zu bewegen, feiern und einen Dialog über ein Europa der offenen Herzen zu führen. Für Walter Schneeloch ist die Bugia ein wichtiges Ereignis für Gladbeck, NRW und Europa. Und es gilt, auch vom Sport her Beiträge zu liefern, dass wir fit, gesund, älter werden können. Dazu spielt Bewegung und Sport eine entscheidende Rolle. Und hier in Gladbeck wird Beispielhaftes praktiziert, um dieses zum Gelingen zu bringen. Sportlich ging es in der Turnhalle der Gesamtschule weiter. Manfred Grichnik vom Karate-Do zeigte den Teilnehmern erste Grundgriffe in der Selbstverteidigung. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Die Workshop-Teilnehmer hatten die Möglichkeit, beim Gladbecker Reitverein den Reitsport etwas näher kennenzulernen. Sport mit einem Luftballon? Ballooning ist das Zauberwort. Übungsleiterin Siglinde Krieger vom VfL Gladbeck führte durch diesen Workshop. Durch gezielte Übungen wurden die Tiefenmuskulatur angesprochen, die zur Entspannung und Kraftkoordination des Körpers beitragen. Ein weiterer Workshop fand in der Gladbecker Kegelsportanlage in der Arthur Schirmacher Sporthalle statt. Auch hier war die Stimmung der Teilnehmer hervorragend. Der Freitagmorgen begann trotz des Regens sehr stimmungsvoll. Am Cotonou waren alle Bugia-Teilnehmer eingeladen, sich aktiv bei mehreren sportlichen Übungen zu beteiligen. Europaabgeordnete Jutta Haug, Ulrich Roland, Bürgermeister der Stadt Gladbeck, sowie die Vertreter der Partnerstädte diskutierten über die sportlichen Aktivitäten im Alter. In Infobroschüren der EU wurden die Projektteilnehmer über das Älterwerden und über die Vernetzung von alten und jungen Menschen in Europa informiert. Für alle Vertreter der Partnerstädte ist die Bugia ein Vorreiterprojekt für die Länder der EU. Mit dem gemeinsamen Anzünden der Wunderkerzen endete ein erfolgreiches Projekt in Gladbeck. Auch für Bürgermeister Ulrich Roland war es eine rundum gelungene Veranstaltung. Das war ein tolles Mitwirken aller und deshalb war es auch eine runde Woche, ein rundes Projekt. Bin ich dankbar, dass wir das haben durchführen können.